Bleiben wir mal oder kommen wir mal zu dem Thema Skripte. Das hast du gerade schon angesprochen. Also fehlerhafte Skripte, hast du gesagt, gibt es auch an der IU, war auch, glaube ich, so ein Thema der Initiative Hochschulentwicklung. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen darüber sagen, was dich da stört oder gestört hat. Also bei der Initiative ging es wirklich primär darum, dass man halt einen, wie soll ich sagen, auch Feedback darüber kriegt, was sich wann ändert. Also wenn ich jetzt halt mitkriege, das Skript wurde geupdatet und es wurden Fehler gefixt, aber ich weiß halt nicht, was sich geändert hat, dann habe ich halt kurz vor der Klausur ein Problem, weil ich weiß jetzt nicht, was von dem Wissen, das ich mir angeeignet habe, ist jetzt vielleicht A, nicht mehr klausurrelevant und B, wahrscheinlich auch falsch. Also das ist natürlich immer ein Problem. Und das heißt, da war halt der primäre Punkt, dass wenn es Änderungen gibt, die halt auch klar kommuniziert werden, also so eine Art Änderungshistorie oder was es halt auch oft gibt, also wenn ich jetzt halt ein Fachbuch habe und es gibt einen Fehler drin, dann kriege ich halt eine Seite mit Errata, die kann ich mir ausdrucken, ins Buch reinlegen und dann habe ich das halt am Buch. Und sowas gibt es halt bei der EU nicht. Wenn da sich was ändert, hat man halt eine neue Version vom Skript. Dann halt auch nur in der PDF-Variante sich nochmal das Skript holen, geht nicht. Man kann sich auch nicht die Errata runterladen, um die halt in sein Skript reinzulegen. Das ist ein bisschen problematisch. Und die Qualität der Skripte hängt halt wirklich sehr, sehr stark am Skriptautor. Der wird von der EU in der Regel also extern bestellt. Und je nachdem, wer das ist und wie er seinen Job sieht, passen die Skripte. Also wir haben auch teilweise wirklich gute Skripte an der EU, aber es gibt halt auch wirklich Skripte, die in keiner Weise vertretbar sind. Also Aber ich kenne das auch von normalen Präsenzhochschulen. Also gerade die Einführungsveranstaltungen an so Präsenzhochschulen, die werden dann halt häufig ja, von frischen Doktoranden beispielsweise gegeben oder von Leuten, die gerade an ihrer Doktorarbeit arbeiten. Und die sind fachlich auch in der Regel eigentlich mal absolut okay gewesen, zumindest das, was ich aus meinen Studiengängen kenne, Philosophie, Geschichte, Literatur und sowas. Aber die sind dann einfach super langweilig, weil die Leute sich halt ja, in den jungen Jahren noch nicht so richtig mit Didaktik auskennen. Und da lernt man halt dann auch nicht wirklich so viel. Bei den Skripten ist es dann, glaube ich, ein bisschen anders, ne? Da werden dann auch schon versucht, versucht die Hochschule, denke ich mal, dann auch schon erfahrene Autoren zu holen. Aber mein Eindruck ist so ein bisschen, das ist jetzt nicht nur an der IU so, da mangelt es häufig auch an Lektoraten. Dann sind die Sachen einfach super schwer zu lesen, zu verstehen, nachzuvollziehen, weil da nicht mal jemand irgendwie drüber gelesen hat und ein bisschen versucht hat, auch am Stil zu arbeiten. Aber fachlich, das sollte natürlich auf jeden Fall hinhauen, ja, gerade wenn man dann noch einzelne Sätze quasi auswendig lernen sollte oder muss, ja, wie das an der IU häufig der Fall ist, aber stell dir das. mal vor, du hast ein Skript über Anatomie und dann steht drin, Menschen haben genau einen Arm und dieser Arm entspricht dem Bauchnabel. Und das hatte ich halt, also jetzt nicht genau das, aber halt im Bereich der Hirnanatomie hatten wir halt genau solche Beispiele. Und das geht nicht. Das müsste jedem, der Ahnung hat beim Lesen, direkt auffallen. Und das kann halt auch nicht sein. Also wenn man sich mal also in Teams hat jeder Kurs einen eigenen Unterpunkt für die Skripte und dann können die Leute halt Fehler einstellen, oder womögliche Fehler, die dann halt vom Tutor geprüft werden, ob es wirkliche Fehler sind. Da gibt es jetzt auch schon bei Kursen, die jetzt 2 Jahre, 3 Jahre alt sind, immer wieder neue Sachen.